Hallo und herzlich willkommen zur Folge 187 von Gothic 1 Quentins Bande. In der letzten Folge sind wir in die Orkstadt rein. Haben sogar ganz friedlich, so gut es geht, einen Feuerregen gezündet, haben noch 30 Orks abgefackelt. Aber irgendwie scheint die nicht nachtragend zu sein. Wir sind auf jeden Fall reingekommen. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was mich erwartet, aber ich werde es herausfinden. Oh, als allererstes haben wir Ork-Skelette. Als allererstes mache ich vor allem mal wieder ein bisschen die Helligkeit hoch. Und vor allem brauchen wir jetzt nicht mehr unser Ulumulu tragen. Das ist, hat hier keinen Sinn. Ach genau, uns fehlt genau ein Stärkepunkt. Wahnsinn, irre. Fantastisch. Und ein Ork-Skelett. Man merkt, hier kriegt man auf jeden Fall gut Schaden rein. Das heißt, so bombastisch ist unsere Rüstung auch gar nicht. Gut, dachte er. Das heißt, die absolute Schwierigkeit, vor der ich mich am Anfang noch fürchtete, ist zumindest nicht ganz vorhanden, aber das ist auch gut so. Aber es ist natürlich dennoch schwieriger als das Hauptspiel. Haben wir es gerade gegenseitig nicht getroffen. So, von denen brauchen wir 7 und von den Krallen 2 Dutzend. Das heißt, die haben einfach ein paar leere Ecken hier noch gefüllt mit diesen schwarzen Panthern und dieser Sammelquest von Xardas. Das heißt, wir können jetzt mit Gorboba noch hier eine Quest beenden. Der letzte Nebenquest, die wir auch noch haben. Und die schwarze Kristalle-Nebenquest, die wir vom Xardas erhalten haben. Der gute alte Schläfertempel. Lang ist's her. Ich weiß gar nicht, war das in Escape? Irgendwo waren wir ja erst im Schläfertempel, aber nicht im vollständigen. Das war nur teilweise begehbar. Ansonsten ist der volle Umfang des Schläfertempels bei mir schon ein paar Jahre her. Vermutlich das letzte Mal bei Dunkle Geheimnisse. Und das ist auch schon wieder ein bisschen her. Interessant, dass die hier Ork-Skelette platziert haben, statt den bekannten Ork, also untoten Orks, den untoten Tempelwächtern oder sonst was. Was sie da sonst immer platzieren. Da geht es nur tief runter. Und hier im Eck haben wir noch einen schwarzen Kristall. Nummer 2. Und wieder eine Essenz der Stärke. Das wird hier immer besser. Weiß auch gar nicht. Oh, 300 Tränke, cool. Also der Trank der Macht ist weg. Ich bin kurz davor, ich bin geneigt, dass wir das jetzt mal alles uns einflößen sollten. Ich meine, warum, wozu hebe ich mir das jetzt noch auf, ne? Ganz blöd gefragt. Die nächsten Lernpunkte gehe ich raus und lerne nochmal Armbrusttür oder so irgendwas. Oder Akrobatik. Ich glaube, die Zeit ist gekommen. Jungs und Mädels, jetzt geht's los. Und dann werde ich halt offscreen noch fast 400 Äpfel verputzen müssen. Aber jetzt wird hier, jetzt werden hier die Kräfteverhältnisse ein bisschen in Schräglage versetzt. Will ich es mal nennen. Jetzt ist die Zeit reif, dass wir hier alle auseinandernehmen. Ich trinke nochmal 3. Und die bringt nochmal 3. Jetzt sind wir bei sage und schreibe 136 Stärke. Traurigerweise können wir immer noch nicht das Meisterschwert benutzen, weil uns ein Geschicklichkeitspunkt fehlt. Und El Bastardo ist, also übrigens der altertümliche Paladin, ist ein Einhänder, hat die, nee, ist sogar noch länger als das Methana-Soldatenschwert. Die Axt ist so lala. Schwert des blutrünstigen Barbaren ist länger als El Bastardo. Aber El Bastardo ist auf jeden Fall eine coole Waffe. Aber die ist hier sehr kurz. Aber ich würde sagen, das Meisterschwert ist immer noch besser, weil die 5% Chance auf Crit sind mehr wert als die 5 Schadenspunkte. So viel aber jetzt erstmal zu unserer Waffe und den 136 Stärkepunkten. Jetzt geht's hier zu unter.
Ansonsten können wir nichts mehr fressen, ne? Wir haben hier noch 15 Stärkepunkte verborgen. Und wir haben noch eigentlich 8 Geschicklichkeitspunkte. Flammendorn haben wir keinen mehr. Da haben wir alles ausgegeben. Das saufe ich auch nochmal weg. Boah, 800 Leben fast. Das ist so krank. Hatte ich noch in keiner Gothic-Mod. Wirklich nicht. Also in Gothic 1-Mod. Das ist schon ein anderes Level. Und wenn mich nicht alles täuscht, finden wir hier noch einige Stärketränke. Je nachdem. Müsste es einen Raum geben mit ganz viel Shit. Warte, nu, wer stört? Wer will aufs Maul? Jetzt kommt hier alles in die Ecke, oder was? Also so viel stärker fühle ich mich tatsächlich gerade im Moment auch gar nicht. Es hält sich noch in Grenzen. Also natürlich hauen wir alles zu Klumpen, das ist klar. Aber das haben wir weitestgehend davor auch schon getan. Also wir müssen trotzdem aufpassen, was wir hier treiben. Weil unsere Verteidigung eben unser Wunderpunkt ist. Ne? Der Angriff ist es auf jeden Fall nicht. Das können wir mal ausschließen. Da mangelt es uns an nichts. Das mit dem Silberdonner und der Waffe vom Tongwar machen wir dann auch noch. Das darf ich nicht vergessen. Wenn wir hier wieder raus sind. Aber wir kommen ja nochmal raus. Und da gibt es ja noch ein bisschen was zu tun. So, mit den 800 Lebenspunkten lohnen sich auch die prozentualen Heiltränke richtig, richtig mächtig. Das ist gut. Was geht hier jetzt ab? Skelettkrieger, erstmal ganz kurz schauen, dass wir hier auch ja keinen magischen Kristall verpassen. Ja, schwarzer Kristall. Haben wir den Panther auch mitgenommen? Ja, das heißt, wir haben Stand 3 davon, 6 davon. Okay. Und ein Dutzend und 7. Mal gucken, ob das genau abgepasst ist. Oder ob es da ein bisschen mehr gibt. So. Natürlich hatten die Orks hier auch menschliche Sklaven. So und nicht anders kann man sich die ganzen Skelette hier erklären. Dann haben wir wieder so ein Panther. Wir müssen jetzt trotzdem jetzt hier nicht einfach wahllos reinrennen. Vor allem, weil da hinten ein Magier ist. Lass den mal ein bisschen was hier machen. Er holt 3 Soldaten vorbei. Die zersäbeln wir auch alle. Der kriegt einen One-Hit. Und der auch beinahe. Und der kriegt einen Two-Hit. Dann ist hier erstmal alles abgemurkst. Da vorne geht's rein und da vorne haben wir gleich. Ich glaube, was ist denn das? Innos, Adanos, Belia. Glaub ich. Also, wir sagen einfach mal rot, gelb, blau oder halt. Lila. Marmelade. Kriegsschwert. Ich höre Crawler. Da hinten ist der schwarze Kristall. Also wir sind relativ weit. Ey, eine Essenz der Geschicklichkeit. Das ist ja perfekt. Richtig gut. Das heißt, wir können sogar das Meisterschwert nutzen. Hat halt keine hohe Reichweite, ne? Das ist halt ein Meisterdegen. Wisst ihr was? Ich glaube, wir bleiben bei dem Schwert. Sollte mit der beste Einhänder sein, den wir erstmal so kriegen können. Okay, jetzt ist nur die Frage, was machen wir als erstes? Gehen wir. Was haben wir da oben noch? Da war doch eben irgendwas. Da hinten ist eine Fackel. Was ist hier? Ein Trank. Ah, noch eine Essenz der Geschicklichkeit. Mensch. Ohne Rune in den Kopf. Ja, also ich bin auf jeden Fall sehr fündig, was wertvolle Tränke angeht. Da haben wir noch ein paar Tränke. Schmetterschlag. Ist da noch ein Trank? Bin nicht bedeppert, sehe ich doch.
Oder spielt mir es ein? Ne, da ist ein. Da ist einer, da ist einer. Da ist einer, aber da kommt man auch ganz normal hoch. Normalerweise. Ja. Das sind aber hier ganz normale Tränke. Ich dachte, ich hätte irgendwie einen grünen Trank gesehen. Und der Schmetterschlag ist halt eine Axt, die eigentlich relativ gut ist, aber auch nicht bombastisch. So. Gehen wir mal in den ersten Bereich rein. Guten Tag, die Herrschaften. Abgang machen. Und Abgang machen. Dann eben schnell reagieren, Jungs. Dann haben wir bei dem den Schalter. Aber hier ist auch ein Schalter. Wir müssen beide drücken. Jetzt ist da wieder offen und da auch. Ich meine, alle Schalterrätsel sind jetzt auch kein Begriff mehr. Auswendig kann ich die natürlich nicht. Wir hatten rot, gelb, lila. Jetzt gehen wir nur ganz kurz auf Nummer sicher, dass wir hier auch ja nichts übersehen. Da muss man schon in alle Ecken und Ritzen gucken. Ja, nichts verpassen. Also rot. Das ist lila. Gelb. Und lila. Genau. Jetzt gehen hier die beiden Tore auf. Und das untere, das weiß ich gerade gar nicht. Auch? Ja, auch. Okay, das heißt, wir haben schon mal den Generalzugriff. Jetzt könnten wir erstmal unten entlang latschen und ein paar Crawler wegklatschen. Oder wir gehen erstmal in die Halle. Ich glaube, ich gehe erstmal in die Halle. Normalerweise mache ich das nie. Normalerweise gehe ich erst unten lang. Jetzt sagen wir mal Hallo. Guten Tag, die Herrschaften. Dann haben wir das Gerippe zu frei. So, da haben wir wieder ein Skelett Magier. Gehen wir erstmal hier hin. Bleiben den zu frei. Und dann kommen wir auch eigentlich hier runter. Das ist ja dann im Prinzip der Zugang. Wobei man hier auch noch weiter kann, ne? Impact-Crawler sind wohl oder übel was anderes. Hier ist die Blutschneide. Da ging es noch weiter. Hier sind überall Skelette, die an der Decke baumeln. Und da vorne müssen wir dann zum Haupteingang kommen. Weg da. Genau. Das heißt für uns, wir gehen erstmal hier entlang. Auch, dass wir hier ja nichts verpassen. Ihr könnt ja theoretisch viel Kram rumfliegen. Und jetzt ist die Frage, wo gehen wir als erstes hin? Wenn wir erstmal da oben alles klären. Da ist dicht, da geht es noch nicht weiter. Da kamen wir her. Da geht es zu der kleinen, zum kleinen Abteil. Hoch per Jump'n'Run-Einlage. Und wir können geradeaus laufen. Sodele. Das ist mal alles kaputt gehauen. Und hier laufe ich auch Gefahr, dass ich irgendwas wieder vergesse. Wir dürfen nämlich nicht vergessen, dass es unten im Crawler-Bereich noch in einen anderen Teil weitergeht. Ich erinnere mich, dass ich das letzte Mal irgendwie ein bisschen, also nicht verzweifelt bin, aber viel hat nicht mehr gefehlt. Wir können auch sehr viel futtern. Das
bringt alles nichts. Aber die Käse, super, die bringt's. Viel Käse in den Kopf und gut ist. So. Ich meine, das hier wäre der kleinste Bereich. Und der ist sogar noch verschlossen. Okay. Nächsten Abgang. Und da ist aber der Schalter. Der hier alles öffnet. Und da ist der erste Tempelwächter. Guten Tag auch. Was geht? Tschüss. Hier kann man sonderbarerweise durch den Tempel gucken. Das soll eigentlich nicht sein. Das ist sehr, sehr komisch. Wir haben noch einen Schmetterschlag, warum auch immer. Und zwei kleine Schalter, die Madrige kenne. Komisch, dass hier die Texturen fehlen. Hm. Seltsam. So, jetzt haben wir das ja alles schon mal aktiviert. Und da unten ist auch offen. Ein guter Generalzugang. So bringt der andere Schalter nur den Tod. Nö. Aber keine Ahnung, was er bringt. Auf jeden Fall können wir jetzt da hinten hoch und da unten rein. Und da hinten entlang. Jetzt können wir halt keine Akrobatik, deswegen wird es hier ein bisschen schmierig. Aber eigentlich geht's. Wunderbar. Easy. So schwierig war es doch nicht. Hallo, Herr Tempelwächter. Es geht ab. Du bist Maul. Tschüss. So, hier sollen wir dann wieder den Bogen benutzen. Und dann wird noch vor einer eisernen Jungfrau gewarnt. Keine Ahnung. Da rein. Aha. Sterblicher, deine Reise endet hier bei mir. Erstmal schicke ich dich auf eine neue Reise, verfaultes Madenparadies. Acht. 1000 EP. Wow. Ja. Da drauf glauben, wo der Totenkopf ist. Ist natürlich eine schlaue Idee. So, passt auf. Hier kann man aber auf jeden Fall auch runter, ne? Hier sollte man sogar irgendwie runter. Meine ich. Also wir haben es ja schon deaktiviert. Da ist Zornstahl. Und wir haben hier guten Scheiß drin. Habe ich das jetzt auch geöffnet? Ach nee, damit können wir nur den Ding öffnen. Auf jeden Fall hier unten gibt es nur heißen Scheiß. Wie ihr sehen könnt, sehr, sehr wertvolle Tränke. Ultimativ viel Mana. Mit ultimativ viel Geschicklichkeit und nochmal Stärke oben auf den Kopf drauf. Und Zornschal. Warum auch immer. Und Schutz vor Feuer. Warum auch immer. Und die Zeitenklinge. Aber die war von dem Chef. Deine Reise endet hier. Ja, das wirkt ein bisschen schwach, die Aussage. Aber egal, wir müssen ja noch die Sache hier erledigen und noch Gorboba treffen. Ich meine, wir kommen auch überall hin, außer in den hinteren Bereich. Wo dann die ganze Armee wartet vom Korkalum. Okay, das hier oben hätten wir schon mal. Unten geht's noch weiter, hier geht's noch lang. Geh weg. Machen die fast One-Hit. Schade, das ist kein Silberdonner, der sein können. Guten Tag, die Herrschaften. Hallo, Herr Tempelwächter. Ich wollte Sie fragen nach den architektonischen Voraussetzungen dieses Bauwerks, aber dann haben Sie keine Zeit, um Fragen zu beantworten. Na, komm her. Ist doch gar nicht. Zack.
Okay, wir haben die Dutzend Panda-Krallen. Die haben wir. Und das müsste schwarzer Kristall Nummer 5 sein. Nummer 5, das heißt noch 2 fehlen. Ich glaube, jetzt bin ich im hinteren Bereich. Jetzt darf ich nichts vergessen. Jetzt muss ich ein bisschen Überblick bewahren. Erstmal der Hannebumpel da angerannt. Kriegt direkt auf die Nase. Und ich meine, hier kommen wir dann zurück zu den paar Crawlern. Apropos. Und noch ein Level Up. Also wir können wunderbar unser Vorhaben in die Tat umsetzen. Unser Vorhaben. Noch Armbrust oder Bogen. Wir können auch einfach. Moment, ich habe doch hier sowieso volle Pulle gerade. Und das benötigt das. Nee, das benötigt auch noch Stärke. Haben wir aber. Jetzt haben wir die Kriegsarmbrust auf dem Rücken. Das heißt, in der nächsten Folge machen wir gerade weiter. Und hauen uns ein bisschen durch den Schläfertempel. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.